meine Lieben, herzlich willkommen bei der Formel 1. Heute bei meinem Team dabei Silbermond. Und die werden gleich zeigen, was sie drauf haben. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auf der Go-Kart-Bahn. Und ich sag euch, Schumacher kann einpacken. Oder? Auf jeden Fall. Er muss richtig Angst haben. So Leute, war es für euch auch so gut wie für mich? Ja, ich hatte im ersten Rennteil hatte ich ein paar Probleme mit den Reifen. Ja, es kam dann zu ein paar Unstimmigkeiten mit dem anderen Herrn Stolle, aber das muss die Rennkommission dann klären, inwiefern das geahndet wird. Ich glaube, du redest viel zu viel. Also ich fand es cool, auch wenn ich hatte wirklich Motorschaden. Ja? Also man muss wirklich sagen, ich glaube, ich hatte Motorschaden, weil ich war so langsam. Sie wollte mich aber einmal überholen und dann hat sie sich voll gedreht, oder? Ja, das Mann, war richtig cool. Gedreht, das war richtig cool, oder? Das war so voll Action. Ich habe gedacht, ein bisschen Action auf der Bahn kann ja nicht schaden. So, ne? Aber die beiden Geschwister haben sich auch echt... Ja, man muss euch sagen, dass sich die ganze Szenerie irgendwie eine Runde hinter uns abgespielt hat. Deswegen haben wir davon nichts mitgegeben. Ja, lassen wir das mal, ne? Habt ihr das denn nicht zum ersten Mal gemacht, nehme ich mal an? Also ich mache das jetzt schon seit 15 Jahren professionell. Heute war es nur leider so, dass mein Team, wir hatten die falsche Taktik gewählt, wir hatten harte Reifen genommen, aber bei dieser Luftfeuchtigkeit von 46% war das heute leider die falsche Taktik. Die quatschen die immer so viel? Die reden immer so und viel, also mehr als ich, oder? Wir sind Frauen. Ja, Reifen war das echt eigentlich schon. Okay, wie dealt ihr das so intern in der Band aus, wenn es so um Songauswahl, Video oder was weiß ich, so um Entscheidungen geht? Entscheidest du da? Du bestimmt das? Nein, überhaupt. Ich bin überhaupt nicht entscheidungsfreudig. Ich lasse mir gerne mal etwas abnehmen, aber sonst, also bei wichtigen Dingen... Wenn es ums Tragen geht. Nein, gar nicht wahr. Ich trage mit. Aber jedenfalls nein. Also es läuft immer sehr, sehr demokratisch bei uns ab. Ihr habt ja auch hier Gitarre und eure Instrumente dabei. Genau. Und könnt ihr mal was spielen? Ja klar. Die Jungs holen ihre Instrumente. Holen. Viel holen. Sie holen, zack. Sie holen. Was spielt ihr denn? Und zack sind sie da, ganz plötzlich. Genau. Was spielt ihr? Unsere aktuelle Single, Durch die Nacht. Alles klar. Hier kommt Silbermond mit Durch die Nacht. Bitteschön. Ablenken. Alles dreht sich nur um dich. Ich liege hier und zähle die Tage. Wie viele noch kommen, ich weiß es nicht. Super. Ja. Sehr, sehr schön. Ihr habt ja auch schon sehr, sehr viele Live-Gigs gemacht. Ja. Sag mal, Leute, was ist so der peinlichste und schlimmste Auftritt, den ihr je gehabt habt? Also direkt. Eigentlich kann nur Stefanie was dazu sagen. Immer dasselbe. Nein, und zwar, wir waren mal in Österreich und wir waren in Wels und ich habe gesagt, hallo Graz. Das passiert und, irgendwie jedem. Und das Ganze zweimal. Ja, und das zweimal, weil ich es beim ersten Mal noch nicht gemerkt habe. Und beim zweiten Mal, ich dachte mir beim ersten Mal, Mann, die sind aber komisch drauf. Und beim zweiten Mal wieder so, hallo Graz. Was geht? Oh nein, wir sind doch in Wels. Oh mein Gott. Seid ihr eigentlich vergeben? Also ich nicht. Ich ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Schön. Und was sagt deine Freundin jetzt, wo du ein Popstar bist? Wie geht die damit um? Gut, dass er mal weg ist. Ich bin ja immer noch der Andreas, der vorher Moin. Schon der Andreas war und kein Popstar. Oh. Ja, und wie ist es so mit euren Freunden? Ich meine, das ist ja ein kleines Städtchen und wie gehen die mit eurem Erfolg um? Spürt ihr da auch Neide oder sind die alle positiv? Also die Leute in Bautzen ist halt, wie gesagt, die kennen uns da schon seit 6 Jahren. Also wir haben da angefangen, die haben uns gesehen, dass wir in den Jahr schon länger, ja klar. Also wir haben da in kleinen Kneipen angefangen zu spielen und die haben das eben auch alles mitgekriegt. Die schon immer unsere Freunde waren, die sind auch immer unsere Freunde. Klar kommen jetzt so ein paar andere Leute, die dann so plötzlich sagen, ja, ich kenne die Stefanie schon so lange und die ist ja meine Freundin. Oder keine Ahnung, wo ich dann sage, kennen wir uns? Ja. Tut mir leid. Oder hatten wir schon mal was miteinander zu tun? Aber das ist auch okay. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit euch Go-Kart zu fahren. Ja, uns auch. Und bitte zum Schluss. Ich weiß, in Bautzen redet man anders normalerweise. Nö. Oder? In der Ecke gar nicht so. In unserer Ecke wirklich gar nicht so. Da ist das gar nicht so mit Sächsisch. Also wir reden ganz normal. Okay, na gut. Dann verabschiedet euch normal bei unseren Bravo-TV-Zuschauern. Das machen wir. Tschüss, euch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.